Wir haben jetzt schon die Hälfte der Strecke hinter uns. Ich bin von der Ferienwohnung bis jetzt kurz vor Lille schon mit dem Auto gefahren, die ganze Strecke. Deswegen melde ich mich jetzt einmal kurz. Und jetzt haben wir noch die zweite Hälfte. Unser Navi zeigt an, dass wir um 18 Uhr zu Hause sind. Wir sind so um Viertel nach acht losgefahren. Sind da pünktlich auch weggekommen und ja, jetzt sind wir gespannt, wie lange wir noch nach Hause brauchen. Bisher hat alles gut geklappt und das wird auch weiter gut klappen. Man soll ja mal positiv denken. Also, bis dann. Flixbus mit polnischen Kennzeichen. Angekommen. Wir haben ungefähr gute 10 Stunden gebraucht. Also wir sind ja um 8 losgefahren. Und wenn ihr mal hier hinten auf die Uhr schauen mögt, okay, sieht man nicht so gut da auf die Uhr, haben wir es jetzt 7 Uhr. Wir sind aber jetzt auch schon eine Weile da, weil wir erstmal unser Auto ausgepackt haben.
Ja, und sind jetzt natürlich auch erschöpft, weil so eine 10-stündige Tour, wir haben uns ja abgewechselt, knapp 1000 Kilometer sind natürlich sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Also es war eine angenehme Reise gewesen und somit können wir jetzt in die verdiente Ruhe gehen. So, ich hoffe, euch hat unser Urlaubstagebuch gefallen. Ihr könnt ja auch unten immer liken und vielleicht könnt ihr auch uns in Zukunft folgen, weil wir jedes Mal, wenn wir auf Reisen sind, dann würdet ihr Bescheid bekommen und dann würdet ihr ein neues Video von mir oder auch von Klaus sehen. Okay, macht's gut.